Heute machen wir gemeinsam einen kulinarischen Ausflug nach Japan. Was es mit diesem japanischen Kartoffelsalat auf sich hat und welche geheime Zutat dafür besonders wichtig ist, das zeige ich dir in diesem Video. Und damit hallo zusammen zu einem neuen Video von Tastybits. Ich bin Yannick und mit diesem Video möchte ich heute gerne eine neue Reihe namens Japanisch Kochen beginnen. Ich bin ein sehr großer Freund der japanischen Küche und werde dir in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten immer mal das ein oder andere Rezept aus dem Land der aufgehenden Sonne näherbringen. Den Start macht dieser japanische Kartoffelsalat, denn auch in Japan ist der Kartoffelsalat eine sehr beliebte Beilage und darf in so ziemlich keiner Bento-Box fehlen. Für den Kartoffelsalat schäle ich zunächst mal die Kartoffeln. Ich habe hier insgesamt 1 Kilo vorwiegend festkochende Kartoffeln genommen. Anschließend schneide ich die Kartoffeln dann in grobe, mundgerechte Stücke. Dabei musst du dir jetzt aber nicht so wirklich viel Mühe geben, denn später wird alles ohnehin noch etwas feiner gestampft. Die Kartoffeln werden nun in etwas Salzwasser für rund 15 Minuten gar gekocht. Außerdem koche ich noch 2 Eier in einem separaten Topf. Die können gerne hart gekocht sein und brauchen ungefähr 8 Minuten. Und in der Zwischenzeit, während die Kartoffeln und die Eier kochen, da kümmere ich mich um das Gemüse. Denn der japanische Kartoffelsalat bekommt durch Gurke, durch Frühlingszwiebel und durch Karotte eine richtig schöne frische Note. Die gewaschenen Gurken schneide ich einfach nur in Scheiben. Die Möhre wird geschält und auf einer Küchenreibe grob geraspelt. Und die Frühlingszwiebel, ja, die schneide ich einfach nur in feine Stücke. Außerdem brauchen wir für unseren japanischen Kartoffelsalat natürlich noch ein leckeres Dressing. Dazu vermenge ich geröstete Sesamsaat mit 4 Esslöffel japanischer Mayonnaise und einem Esslöffel Sojasauce. Ja, und glaubt mir, diese Mayo, die macht wirklich den Unterschied. Das ist japanische Mayo, die habe ich im Asialaden um die Ecke bekommen. Ich denke, die wird es bei euch auf der Ecke bestimmt auch geben. Alternativ findet ihr sie auch online. Diese Mayo besteht aus Sojaöl und aus mehr Eigelb als eine herkömmliche deutsche Mayo, sag ich mal. Außerdem ist da bestimmt auch noch der ein oder andere geschmacksverstärkende Zusatzstoff drin, der sie besonders lecker macht. Ist vielleicht nicht so ganz gesund, aber richtig, richtig lecker. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese japanische Mayo ganz einfach selber machen könnt, dann schaut mal in die Beschreibung unter diesem Video. Da verlinke ich euch meinen Artikel mit dem vollständigen Rezept dazu. Aber weiter geht's mit unserem japanischen Kartoffelsalat. Zum Dressing gebe ich außerdem noch einen guten Schuss Reisessig. Alles wird dann gut miteinander verrührt und kurz beiseite gestellt. Wenn die Kartoffeln gar gekocht sind, dann lasse ich sie in einem Sieb für einige Minuten auskühlen und dann werden sie mit einem Kartoffelstampfer grob gestampft. Aber bitte nur ganz wenig, denn wir wollen ja kein japanisches Kartoffelpüree bekommen. Zu den gestampften Kartoffeln gebe ich jetzt außerdem das vorbereitete Dressing aus der japanischen Mayo und natürlich auch das fein geschnittene Gemüse. Wenn du magst, kannst du auch gerne die beiden hartgekochten Eier in Stücke schneiden und ebenfalls unter den Salat heben. Jetzt wird alles noch mit etwas Sojasauce, mit Salz und mit ein bisschen Reisessig abgeschmeckt und dann kannst du deinen japanischen Kartoffelsalat auch schon servieren. Und ich werde mich jetzt über diese Schüssel mit japanischem Kartoffelsalat hermachen. Wenn du noch mehr leckere Rezepte bekommen möchtest, dann gib diesem Video am besten gleich einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal von Tastybits auch gerne auf YouTube. Dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachkochen und freue mich auf dich im nächsten Video. Mach's gut, bis bald.